Versuche dir zu überlegen, zwischen welchen ganzen Zahlen die Quadratwurzel jeweils liegen muss. Also, wir haben hier die Aufgabe A und die Frage ist, was ist die Quadratwurzel von 30? Das ist überhaupt gar nicht so einfach auszurechnen und eigentlich auch nur mit dem Taschenrechner ganz exakt. Aber man kann sich so eine Brücke bauen und man kann jetzt sagen, naja, es wird wohl zwischen den Zahlen, meinetwegen in diesem Fall 5 und 6 sein. Wie ich darauf gekommen bin, zeige ich dir jetzt. Ich mache hier so eine Nebenrechnung mal. Einmal 2, einmal 1 ist 1. 2 mal 2 ist 4. 3 mal 3 ist 9. 4 mal 4 ist 16. 5 mal 5 sind 25 und 6 mal 6 sind 36. So, und ich bin jetzt auf die 5 und die 6 gekommen, weil die 30 unter der Quadratwurzel genau zwischen diesen beiden Zahlen 25 und 36 liegt. Und somit könnte man hier sagen, naja, also die Quadratwurzel von 30 liegt jetzt also, und das schreibt man jetzt folgendermaßen, also 5 ist kleiner als die Quadratwurzel aus 30 und das wiederum ist kleiner als 6. Das heißt, das Ergebnis von der Quadratwurzel aus 30 liegt zwischen 5 und 6. Ich kann dir gleich das konkrete Ergebnis nochmal nennen. So, einmal kurz den Taschenrechner eingetippt. Das konkrete Ergebnis wäre 5,48 gerundet. Also müssten wir hier aus dem Gleich so ein Ungefährzeichen machen. Ungefähr 5,48. Du siehst, die 5,48 liegt jetzt tatsächlich zwischen 5 und 6. Wie bin ich darauf nochmal gekommen? Naja, weil das Ergebnis aus 5 mal 5 ist 25 und 6 mal 6 ist 36. So, ich kann dir das Ganze aber nochmal an einem weiteren Beispiel zeigen. Wir haben jetzt hier ja drei Stück mit A, B und C. Bei der B haben wir jetzt Wurzel aus 45. Hierfür müssen wir jetzt unsere Liste hier so etwas erweitern. 7 mal 7 sind nämlich 49. So. Und da jetzt die 45, weil die unter dieser Quadratwurzel steht, zwischen den Zahlen 36 und 49 liegt, muss also das Ergebnis hier der Quadratwurzel von 45 zwischen den Zahlen 6 und 7 liegen. Also zwischen diesen beiden Zahlen hier. Das schreibt man dann genauso wie oben wieder auf. 6 ist kleiner als die Quadratwurzel aus 45, ist kleiner als 7. So, jetzt gebe ich dir noch die Quadratwurzel aus 45, dass wir das auch wirklich uns nochmal genau angucken. Das ist gerundet 6,71, also ungefähr 6,71. Und du siehst, auch hier konnten wir schon relativ gut auf den ersten Blick eine gute Näherung geben. Also zwischen den Zahlen 6 und 7, da kann man sich dann schon was drunter vorstellen und man tappt dann gar nicht mehr so doll im Dunkeln. So, jetzt haben wir jetzt hier noch eine weitere, die C. So, da soll man jetzt nochmal die Quadratwurzel aus der 70 bestimmen. Auch da kann man wirklich nur ein Fragezeichen hinschreiben, denn im Kopf ist das überhaupt nicht so einfach lösbar. Hier müssen wir unser Tableau noch ein bisschen erweitern. 8 mal 8 sind 64. Und jetzt hat man hier schon 9 mal 9, die braucht man auch noch, denn 64 ist immer noch kleiner als 70 und ich brauche ja irgendwie hier zwei Zahlen, die jetzt, wo die 70 dazwischen liegt und die kriege ich in diesem Moment hier. 9 mal 9 ist 81. Und die 70, die liegt jetzt zwischen 64 und 81. Somit kann ich sagen, die 8 und die 9 sind meine Zahlen zwischen der, oder zwischen diesen beiden Zahlen, nämlich 8 und 9, liegt das Ergebnis der Wurzel aus 70. Schreibt man dann wieder so auf. Also, ich spreche es jetzt mal anders, als ich es mathematisch aufschreibe. Zwischen 8 und 9 liegt die Quadratwurzel aus 70. So, einmal kurz den Taschenrechner noch eingetippt. Quadratwurzel 70 ist ungefähr 8,37. Also ungefähr 8,37. Das hatten wir uns schon fast gedacht, denn das haben wir ja hier mit unserem Tableau hier schon ganz gut so uns überlegt. A auch gleich 14 Meter. Lösung ist also, das quadratische Volleyballfeld im Sand setze ich durch zwei Längen zusammen, nämlich die Länge A 14 Quadratmeter und eben auch die andere Länge der Breite A gleich 14 Meter. Nein, Moment, jetzt habe ich hier Quadratmeter. Quatsch.